Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Entschuldigung für die Störung, Maria ist am Apparat. Hallo, schönen guten Tag. Christina Weber spricht hier. Spreche ich mit hier Herbert Schluck Spech. Und damit herzlich willkommen zurück zum nächsten wahnsinnigen Video. Heute gibt es wieder zwei Telefonate. Ich bin mir nicht mal so sicher, ob das hier die gleiche Dame in den zwei verschiedenen Gesprächen am Telefon ist. Schreibt's mal in die Kommentare. Fangen wir mal an mit dem ersten Telefonat. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Entschuldigung für die Störung, Maria ist am Apparat. Von der Firma Swiss FX Bank rufe ich an. Bei uns, es geht eine Anmeldung für automatisierte Softwarehandel in Roboter Trading. Erinnern Sie sich zur Zeit? Wissen Sie, wie das läuft? Nö. Hallo? Ja, habe ich da jetzt geantwortet oder nicht? Okay. Ich möchte Ihnen kurz nur 2 Minuten zu informieren wegen der Roboter. Darf ich kurz bitte? Na, dann erzähl mal. Danke Ihnen. So, unsere Firma bietet der Roboter Trading. Das ist ein Softwarehandel. Es ist durch mathematisches Algorithmus entwickelt und er ist so programmiert, dass er schon die Marktprognose erkennt, öffnet und schließt die Operationen von alleine ein und aus. Okay? Der Roboter, es ist so programmiert, das öffnet die Positionen und schließt die Positionen zu. Natürlich, Sie haben dabei einen Finanzexperte, helfen Ihnen, den Roboter zu herunterladen und weitere Informationen zu jeder Frage, die Sie haben. Okay? Dass wir garantieren für unsere Kunden, es ist bis 35% Profite monatlich. So, manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist einfach, was wir garantieren, weil das ist, wie an der Börse läuft. Natürlich, für dieses Monat haben wir ein Angebot, dass Sie können profitieren, der Roboter nur mit einem Mindestbetrag. Natürlich bekommen Sie die gleiche Summe von heute als Hilfskapital, damit der Roboter mehr Positionen zu eröffnet und am Ende mehr Profite, mehr Gewinn schaffen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Konto aktivieren mit einem Mindestbetrag von 250 Euro, bekommen Sie bei unserer Seite auch 250 Euro und dann der Roboter startet mit einem Kapital von 500 Euro. So, für uns es ist es egal, mit welcher Summe Sie einsteigen. Ganz wichtig ist, dass Sie bekommen die gleiche Summe von unserer Seite auch. Haben Sie mich verstanden bis jetzt? Ja. Okay. Ich habe Ihnen gerade auch ein E-Mail gesendet. Vielleicht ist es möglich für Sie, auch eine Google-Seite eröffnet, zu weiteren Informationen zu geben, bitte. Und dann? Was habe ich da mit Google? Okay, schreiben Sie bitte ein S wie Siegfried. Ja, was habe ich denn da bei Google? Ich habe es noch nicht verstanden. Was soll ich denn da? Können Sie kurz eine Google-Seite, so, damit Sie können auch unsere Seite schauen. Oder wenn Sie mein E-Mail bekommen haben, haben Sie auch den Link bei der E-Mail. Und dann? Was habe ich davon? Was passiert denn da? Nochmal bitte? Ja, was habe ich denn davon? Was soll ich denn da machen? Ich werde Ihnen auch unsere Plattform zeigen, wie das läuft und natürlich am Ende ist es Ihre Entscheidung. Zum Beispiel, wenn Sie bei uns ein Handelskonto eröffnen, Sie können dieses Handelskonto aktivieren durch eine Einzahlung. Sie haben drei Möglichkeiten für eine Einzahlung zu tätigen, so für Kreditkarte, Master oder Visa, Online-Banking, normales Überweisung bei der Bank. Natürlich, wenn Sie haben Erfahrung, vielleicht haben Sie ein Bitcoin-Wallet, natürlich haben Sie auch die Möglichkeit mit dem Bitcoin-Wallet das Konto zu aktivieren und mit der gleichen Möglichkeit, dass Sie schon ein Konto aktivieren, mit der gleichen Möglichkeit, Sie können auch das Geld auszahlen lassen von Ihrem Handelskonto in Ihre Bankkonto. Das können Sie auch selber machen bei dem Plattform, weil das auch das löst automatisch. Aha. Okay?
haben Sie ein, haben Sie die Seite eröffnet? Ja, muss ich auf meinen Computer anmachen. Okay, nehmen Sie Ihre Zeit. So, wie heißt jetzt der Link? Okay, schreiben Sie ein S wie Wilfried. Mhm. W wie Wolfgang. Mhm. I wie Ida. Mhm. S wie Wilfried. Ja. S wie Siegfried. Mhm. F wie Frankfurt. Mhm. Und dann X. Mhm. Und dann ein B wie Berlin. A wie Anton. N wie Nordpol. K wie Kaufland. Punkt. Cäsar, Otto, Martha. Suchen Sie es bitte? Die Seite wurde nicht gefunden. So, vielleicht haben Sie richtig geschrieben. Nur so wie Sie gesagt haben. Siegfried, Wolfgang, Ida, Siegfried, Stuttgart, Frankfurt, X, Berlin, Anton, Nordpol, Kaufmann.com? Ja, geht auch nicht. Tja, haben Sie jetzt zwar komplett anders buchstabiert als davor, aber geht auch nicht. Okay, also Swiss mit Doppel-S? Das haben Sie gerade nicht mit Doppel-S buchstabiert. So, okay, nochmal bitte. Swiss am Ende mit zweimal mit Doppel-S. So, Siegfried, zweimal. Also Sie hießen vorher Swiss Safeway oder was? Nein, Swiss FX. Ja, aber vorher hieß ihr Swiss Safeway. Nein. Doch. Ich habe noch nicht gesagt. Der Name vorher von der Plattform war Swiss Safeway. Ich habe nur Swiss FX Bank gesagt, aber irgendwie, warum sagen Sie voneinander? Und warum ändert sich jetzt? Und warum ändert sich jetzt die Stimme mittendrin? Wer ist denn da jetzt dran? Ich bin die Maria Taylor, immer noch, ne? Und Sie haben mir gesagt, dass irgendwie rufe ich Sie aus den Swiss Safeway. Von da aus ruft er an. Aber wir sind die Swiss FX Bank. Und Entschuldigung, dass ich falsch buchstabiert habe, ne? Swiss mit Doppel S wie Siegfried. Okay? Ja, was ist denn jetzt damit? Also Swiss Safeway wart ihr hier vorher. Nein. Wir sind die Swiss FX Bank. Na, wir haben nichts mehr zu tun mit Swiss Paper Mail oder was ich sage. Safe away. Okay? Safe away, keine Ahnung. Safe okay? away. Okay, aber wir haben nichts mehr zu tun. Wir sind die Swiss FX Bank und ich rufe Sie zum ersten Mal, wie ich gesagt habe. Okay? So. Jetzt, ich buchstabiere, Entschuldigung, dass ich nicht so richtig buchstabiert habe. Ich buchstabiere noch einmal. Siegfried, Wolfgang, Ida, Siegfried, Friedrich, X, Bertha, Anton, Nordpol, Kaufmann.com. Okay? Wo steht denn eure Regulation auf der Webseite? Okay, wenn Sie die Sprache umändern auf Deutsch, bitte. Habe ich. Zeige ich auch die Regulation. Ja. Gehen Sie bei Kontakt, bitte. Ja. Bei Begleitung, Entschuldigung, ja. Das war falsch. Und gehen Sie bei Verordnung und Geschäftsbedienungen. Okay? Ich guck mal. So. CIMA reguliert. Okay, haben Sie die gefunden? Okay, und wie ich gesagt habe, ne, wir handeln mit dem Roboter Trading und der Roboter macht für Sie alles selbstständig. Das bedeutet, Sie gehen bei der Arbeit, spazieren, Kaffee trinken oder reisen auf die Welt. Dieser Roboter öffnet verschiedene Positionen bei verschiedenen Produkten, wie ich gesagt habe, und setzt eine Summe, eine Zeit und dann am Ende des Tages haben wir die Profite. Ne? Wo ist denn der Link? Wo ist denn der Link zu eurer Regulation von CIMA? Okay, das schauen Sie mal bei CIMA. Ja, sehen wo denn? Sie bei CIMA da Regulation? Wie heißt denn die Webseite von CIMA? Also CIMA.de oder .com oder? Nein. Moment. Ich helfe Ihnen dabei. Hier bei Verordnung, dann lesen Sie mal reguliert.
Ja, an und der rechten Seite. Wo ist da der Link zur Webseite von SEMA? Wie der Link? Ja, der Link. Ich muss ja eure Regulation auch bei denen finden. SEMA, okay, die Regulation, da werden Sie bei der Internet das suchen müssen und da finden. Auch da bei uns, dass wir auch da reguliert sind. Na, das ist auch eine Liste mit Brokers. Ja, finde ich nicht. Also gibt's, wenn ich eure Google jetzt hier, eure Nummer google, dann kommt da auch nicht wirklich was bei raus. Ja, das ist komisch, weil normalerweise kommt immer. Nee. Wahrscheinlich landen Sie irgendwie falsch. Naja, okay? Wie wär's denn mit dem richtigen Link auf der Webseite direkt, damit man nicht als Kunde suchen muss und gleich weiß, dass man richtig ist? Ist ja hier nicht der Fall. Ja, normalerweise solche Einzelheiten, da schickt immer der Broker. Steht normalerweise auf der Webseite bei seriösen Unternehmen. Dass das direkt auf der Webseite drauf, damit es der Kunde gar nicht erst schwer hat, nach irgendetwas zu suchen. Das ist hier irgendwie nicht der Fall. Man kann nichts finden. Ja, irgendwie beurteilen wir auf solche immer die ganze Zeit, ne? Entweder sind wir nicht wir sind die falsche Firma sagen Sie eine andere Firma vorhin. Okay? So. Taubenschwabel, wie ich gesagt habe, ne, wir sind ein Unternehmen seit langem auf dem Markt und wir machen auch keinen Spaß mit unseren Kunden, sondern ne, unsere Aufgabe besteht dafür, Sie zu informieren, was wir anbieten. Wie lange sind Sie denn schon auf dem Markt? Seit 2009. Seit 2009? Ja. Sind Sie da sicher? Und ja, sicher. Ich bin 100% sicher, okay? Aha. Nicht, dass ich sage. Warum ist denn die Domain erst erstellt, also die Webseite am 29. am 29. Können Sie mich mal aussprechen lassen, okay. Wenn Sie die ganze Frage hören, dann können Sie auch einen ganzen Satz antworten. Meine Frage ist, Sie sagen, Sie sind seit 2009 mit der Plattform am Markt. Und warum ist denn die Domain, also die Internetadresse, erst am 29.06.2021 gekauft worden? Okay, darf ich das eine Erklärung geben? Ja, habe ich ja nachgefragt. Okay, super. Wenn Sie auf eine Erklärung warten, dann sage ich Bescheid. So, Herr Tavenschwabel, unsere Firma wurde geklont von einem anderen schwarzen Broker, okay? Und seitdem sind so viele Sachen da eigentlich gelöscht und da werden Sie alles erneut geschrieben. Das ist aber Quatsch. Nee, das ist ja Quatsch. Die Domain gab es vorher nicht. Das ist Quatsch. Das ist gelogen. Hören Sie mal so. Okay, wenn Sie sagen Quatsch und solche Sachen, dann wünsche ich Ihnen einen schönen guten Tag. Also sind Sie Betrüger. Tja, einfach nur Wahnsinn. Man versucht hier Seriosität vorzugaukeln. Man versucht hier vorzugaukeln, dass das Unternehmen angemeldet ist. Ja, und wenn man da mal genauer nachfragt und genauer nachsucht, dann kommt da eigentlich nichts anderes als heiße Luft bei raus. Das Dramatische an der Geschichte ist, sie konnte hier wirklich gar nichts erklären. Ich habe sie ja gefragt, warum der Name erst, ja, also warum das alles nicht stimmt, ne? Also die Domain quasi gerade erst gekauft wurde. Dann erzählt sie irgendwas von fremden Brokern, die irgendwas geklont haben. Ja, also die Geschichten dahinter, die sind immer wieder lustig, aber nicht ernst zu nehmen. Da kommt einfach nur Quatsch bei raus, wenn man die sowas fragt. Also das sollte tatsächlich auch der Hinweis schlechthin sein, dass das hier kein seriöses Unternehmen sein kann. Jede seriöse Firma hätte hier nicht lange rumgefackelt, nicht lange rumgeeiert, sondern euch einfach die Informationen gegeben, nach denen ihr gefragt habt. Aber naja, hier kam nichts anderes als komische Ausreden. Aber ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hallo, schönen guten Tag. Christina Weber spricht hier. Spreche ich mit hier Herbert? Schluck, Spech. Schönen guten Tag. Also, ich bin Kontomanagerin und ich melde mich bei Ihnen, weil Sie sich Anmeldung gemacht haben und Interesse geäußert haben an Kryptowährungen. Um Handelskonto zu aktivieren und Ihnen all die wichtigen Informationen zu geben, rufe ich Sie an, und damit Sie auch Handelskonto aktivieren und Handel anfangen können. Hier, Schluckspich. Haben Sie, also Sie können jetzt gerade, also um Handelskonto zu aktivieren, Sie brauchen unbedingt, haben Sie Internet, dabei Computer oder Handy. Was? Und ja. Hören Sie mich gut. Können Sie bitte ein bisschen lauter einstellen, die Stimme, oder nah am Telefon zu kommen? Ja, bin ich. Ach, sind Sie. Okay, jetzt höre ich Sie eher sauberer. Also,
um Handelskonto zu aktivieren, also Sie sollen zuerst einen Account haben. Und Sie brauchen natürlich das Startkapital. Und Sie wissen auch, dass die Minimum 250 Euro ist, um zu starten, Handelskonto zu also aktivieren, ab 250 hochwert. Und möchte Ihnen fragen, um Handelskonto zu aktivieren, was benutzen Sie überhaupt? Welche Zahlungsmöglichkeiten? Wie heißt denn die Webseite? Die Webseite, wo Sie sich registriert haben? Wieso reden Sie so ein bisschen schläfrig? Jumpstart, also mein Englisch ist Katastrophe, aber trotzdem. Ja, sagen Sie mir jetzt die Webseite oder nicht? Natürlich, wo Sie Anmeldung machen sollen. Schauen Sie mal, haben Sie... Also mein Englisch ist Katastrophe, aber John Tears, also wenn ich jetzt buchstäblich wiederhole, da haben Sie Anmeldung gemacht, was Werbung von uns ist. Und unsere Plattform heißt, wo Sie Registration machen, afelplanning.com. Wie schreibt man das? A-F-L-T-L-A-N, den Nordpol. Zweites Mal N wie Nordpol, I wie Ida, N wie Nordpol, G wie Gustav, Punkt, com, C, O, M, gesagt, Otto. Die Webseite wurde nicht gefunden. Wo haben Sie in Safari eingegeben? Öffnen Sie entweder Google Chrome, Firefox sollen Sie öffnen. Yes. In welche Seite geben Sie ein? Ja, das spielt ja keine Rolle, in welchem Browser. Tja, und hier haben wir tatsächlich wieder eine Betrügerin dran, die so saublöd sein muss, ich weiß es nicht. Ja, es gibt tatsächlich Unterschiede, in welchem Browser man welche Webseite öffnet. Na, also wenn ihr YouTube in Firefox oder im Chrome oder im Safari oder im Internet Explorer öffnet, dann sieht YouTube jeweils ein ganz kleines bisschen anders aus. Aber funktionieren sollte die Webseite definitiv in jedem Browser. Da gibt es tatsächlich technische Schwierigkeiten, dass manche Browser manche Skripte nicht ausführen. Manche Browser muss man anders programmieren. Und ja, man muss für jeden verschiedenen Browser muss man ein neues Design quasi erstellen und im Hintergrund speichern. Und wenn ihr einen anderen Browser öffnet, muss der Server wissen, aha, das ist ein anderer Browser, ich brauche jetzt die Daten von woanders und baue das anders, damit es genauso aussieht wie auf allen anderen Seiten. Ja. Aber das scheinen die Betrüger hier nicht gemacht zu haben und dementsprechend versucht sie uns jetzt auf einen bestimmten Browser zu lotsen, was aber eigentlich keinen Sinn macht. Selbst wenn irgendwelche Skripte nicht angepasst sind auf andere Browser, geht die Seite eigentlich trotzdem auf. Also auf geht sie immer. Sieht vielleicht nur nicht so schön aus, weil irgendwelche Skripte nicht funktionieren. Das tut man aber auch nur dann, wenn irgendwelche Skripte nicht funktionieren. Ist sau kompliziert, wenn man da keine Ahnung von hat. Wer in der Materie drinsteckt mit Webdesign und Webseiten, der weiß, wovon ich spreche. Ist aber auch nur so eine Randinformation. Eigentlich kann man jede Webseite mit jedem Browser öffnen. Die sieht halt nur unterschiedlich aus. Aber auf geht's auf jeden Fall erstmal. Außer man hat's technisch mit Absicht blockiert. Was aber hier auch nicht der Fall ist. Ich komme mit einem anderen Browser auf ihre komische Webseite. Zum Beispiel in Safari geht nicht. Haben Sie Zugang zum Internet? Hier Schluckstich, schauen Sie mal. Ja, die Seite geht nicht. Okay, folgen Sie mir. Öffnen Sie entweder Google Chrome oder Firefox. Ja, geht nicht. Also, löschen Sie das mit dem Kreuz und öffnen Sie ein. Welche Browser haben Sie? Ja, wie gesagt, das spielt im Internet keine Rolle, über welchen Browser. Herr Schluckspecht, wissen Sie was? Ich weiß nicht, warum Sie so sind, aber also sehen kann ich nicht Sie von hier. Ich kann nur Ihnen sagen, was Sie richtig machen werden. Und wenn Sie jetzt Safari öffnen, werden Sie das nicht öffnen können. Also öffnen Sie dann Google Chrome. Wie gesagt, denn das, was Sie mir durchgesagt sagen Sie haben, mal, funktioniert nicht. Herr Schluckspecht, wird funktionieren. Naja, dann sagen Sie nochmal die Domain. Ich könnte das so nicht aufrufen, wie Sie das buchstabiert haben. Okay, dann öffnen Sie Google Chrome. Außer, haben Sie Google Chrome? Ja, nun sagen Sie doch einfach die scheiß Domain. Wissen Sie was? Zuerst Sie sollen den Browser öffnen, Google Chrome.
Sagen Sie mir jetzt die Domain. Und die Suchleiste, suchen oben in lange Linie und A, große Buchstabe A. Das ist auch bei einer Domain egal, ob Groß- oder Kleinschreibung, aber machen Sie mal weiter. Okay, A wie Anton, F wie Friedrich, L wie Ludwig, P wie Paula, L wie Ludwig, A wie Anton, N wie Nordpol, nochmal N wie Nordpol, I wie Ida, N wie Nordpol, G wie Gustav, Punkt, com. Und danach öffnen, das ist die Seite, aber zuerst sagen Sie, was Sie überhaupt sehen. Ja, jetzt habe ich ja so ein komisches blaues Portal. Was steht drauf? Wie, was steht drauf? Blau, die Webseite. Sie sagten, schauen Sie mal, Sie reden so irgendwie, dass Sie mir Gefallen tun. Sie haben sich Selbstregistration gemacht. Wenn Sie Handelskonto aktivieren wollen, Herr Schluckspich, erkläre ich Ihnen, wie es ist und welche Vorteile Sie haben werden und wie gehandelt wird. Darum ist es meine Aufgabe. Zweitens, Sie Transaktionen zu tätigen, was benutzen Sie, um Transaktionen zu tätigen? Welche Möglichkeiten benutzen Sie? Ich habe die erste Frage vergessen. Sie haben die erste Frage vergessen. Aber die Webseite funktioniert. Die Webseite funktioniert auch im Safari. Normalerweise beim Safari nicht, weil das ist irgendwie schwierig. Aber beim Google Chrome, Firefox ja, und so geht es. Programmierfehler mit drin, ist halt schlecht programmiert, die Webseite, ja, aber die lädt. Herr Schluckspich, machen Sie das extra jetzt beim Safari. Wenn ich Ihnen sage, sollen Sie nicht machen, machen Sie extra. Lassen Sie mich doch gucken. Wenn Sie nicht dazu in der Lage sind, eine Webseite vernünftig zu programmieren, ist ja nicht können mein Problem. Sie, Herr Schluckspich, meinetwegen können Sie auch Safari machen, aber ich möchte Ihnen leichter machen. Ja, eigentlich machen Sie es nur komplizierter. Dafür, Herr Schluckspich, gut, oh. Sie mögen komplizierter machen. Was sind Sie von Beruf? Aus Neugier frage ich Sie. Wo steht denn die Regulation auf Ihrer Webseite? Herr Schluckspecht, was sind Sie bitte von Beruf? Sagen Sie mal, das interessiert mich brennend. Weil das spielt ja keine Rolle. Mit wem ich heute... Nein, mich interessiert nicht, was Sie bekommen, wie viel Sie verdienen. Was sind Sie von Beruf? Das spielt ja keine Rolle, was ich von Beruf bin. Nö, auch nicht. Aber letztendlich wollte ich jetzt gerne mal wissen, wo die Regulation auf Ihrer Webseite steht. Oder können Sie mir das nicht beantworten? Wissen Sie was, Sie sprechen für sich... Sagen Sie mal, auf unserer Webseite können Sie alles suchen und recherchieren, aber wissen Sie was, sprechen Sie, leben Sie alleine, weil ich spreche mit Ihnen und Sie überschütteln mich mit Fragen. Naja, wenn Sie mich schon anrufen, dann weiß ich jetzt nicht, wo das Problem ist. Können Sie die nicht beantworten? Herr Schluckspich, wissen Sie was, Sie fragen und dann beantworten Sie Ihre Frage. Oder können Sie mich nicht beantworten? Sagen Sie mal, was sind Sie von Mensch? Hä? Haben Sie irgendwie, weiß ich nicht, haben Sie ein Problem oder so? Das ist ziemlich komisch. Also wohl, nein, weil Sie sprechen irgendwie, ob ich Ihnen was gefallen tun sollte. Nö. Meine Aufgabe ist, Ihnen sachlich und fachlich zu erklären. Und das können Sie ja nicht. Das können Sie ja schon kann nicht. Kann ich sehr wohl. Sie sind sehr Arsch. Sie sind Arsch. Wissen ja, Sie was? Genau. Und Sie sind eine Betrügerin. Ficken Sie sich ins Knie. Du bist eine Betrügerin. Nein. Doch, du bist eine Betrügerin. 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 Illegal. Na, ich denke, dass das hier wieder Betrug war. Da brauchen wir gar nicht lange drum diskutieren. Das hat die nette Dame hier einfach wieder schlichtweg bewiesen, dass es nur Betrug sein kann. Eieieiei, und solche Leute wollen an unsere Kohle. Das ist immer wieder grauenhaft, wenn man darüber nachdenkt, was da eigentlich so für Menschen anrufen. Tja, beleidigen können sie auf jeden Fall alle, prima. Ich weiß nicht, woher die Beleidigungen haben. Die müssen sie da wohl wahrscheinlich in der ersten Woche gleich lernen, wenn sie in so einem Callcenter anfangen. Naja, man hat ja auch schon oft genug mitbekommen, dass die da nie alleine oder selten alleine am Hörer sitzen. Tja, und dass das hier nur Betrug sein kann, das haben wir hier definitiv wieder... ja, eindrucksvoll gezeigt bekommen. Ihr seht jetzt hier wieder eine Playlist mit lauter schönen neuen Videos, die ihr auch noch angucken könnt. Wer möchte, kann gerne auch mal auf Twitter vorbeischauen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schreibt gerne noch in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.